Wir treten damit in die Tagesordnung ein und beginnen mit der Aktuellen Stunde eine Autofrau-Augustus-Brücke als Karlsbrücke für Dresden. Einreicher die FDP-Fraktion. Herr Zastrow, bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, wahrscheinlich ist es Ihnen gar nicht so gegenwärtig, aber fast auf den Tag genau, vor 7 Jahren hat dieser Stadtrat auf Antrag der Grünen, damals mit Stimmen der Linken und der SPD, unter dem ja sehr verheißungsvollen Titel eine Karlsbrücke für Dresden, die autofreie Augustusbrücke beschlossen. In den vergangenen 7 Jahren haben 2 grüne Baubürgermeister sich der Augustusbrücke gewidmet und ich glaube, da sind wir uns alle einig, nicht viel mehr als Pleiten, Pech und Pannen produziert. Das ist kurz vor der Eröffnung, das stimmt. Allerdings klingt das nicht so frohlockend, wenn man weiß, dass sie 2018 eröffnet werden sollte. 3 Jahre Bauverzug. Wir sprachen mal von 25 Millionen, jetzt sind wir bei fast 32 Millionen. Ich befürchte, es wird noch viel mehr werden. Was geschafft wurde, ja. Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber diese idiotische Maßnahme, den Fußgängertunnel wegzunehmen, den wir so dringend als Verbindung zwischen dem Neustädter Markt und der Brücke gebraucht hätten, ja, das ist gemacht worden. Das Narrenhäusel haben wir nicht geschafft bisher. Meine Damen und Herren, aber es geht noch schlimmer, denn jetzt wird natürlich klar, kurz vor der Eröffnung, lieber Kollege Löser, dass es diese Karlsbrücke, wie wir sie damals beschlossen haben, ja gar nicht geben wird. Die Stadtverwaltung ignoriert seit Jahren den wesentlichen Teil des damaligen Stadtratsantrags, denn einfach die Autos zu verbieten, darum ging es ja nicht, sondern das war ja nur Mittel zum Zweck. Wir wollten einen neuen Stadtraum mit der Augustusbrücke gestalten. Das sollte Verweilqualität her. Das steht in dem Antrag, den können Sie lesen, ich habe ihn auch bei mir, steht drin, wir wollten die Verbindung zwischen Altstadt und Neustadt neu gestalten. Die Brücke sollte für Kultur geöffnet werden. Es sollten sich Verbesserungen für andere Verkehrsteilnehmer ergeben. All das, meine Damen und Herren, sehen wir, passiert aber nicht. All das kommt nicht, sondern die Stadtverwaltung ignoriert den Stadtratsbeschluss. Und dass Sie das, liebe Kollegen von den Grünen, die Sie ja die Antragsinitiative damals gestartet haben, einfach so hinnehmen und akzeptieren, obwohl Sie sogar die Bürgermeister des zuständigen Dezernats stellen, das ist doch sehr bezeichnend. Ich selbst bin seit Jahren immer wieder dabei und frage nach, was die Stadt denn tut, um den Antragsbeschluss zu erfüllen, um uns in diese Stadt eine Karlsbrücke zu bringen. Nichts tut sie. Der Gipfel war die Aussage von Herrn Köttnitz damals, ja, jetzt wäre das Planfeststellungsverfahren ja durch und dann könnte man keine Veränderungen mehr vornehmen, meine Damen und Herren. So kann man auch mit Beschlüssen des Stadtrates nicht umgehen. Der Fakt ist, wir bekommen jetzt eine Brücke, die im Endeffekt genauso ist wie vorher, nur dass keine Autos mehr drüber fahren. Es gibt auch keine Verbesserungen für Fahrradfahrer, es gibt keine Verbesserungen für Fußgänger. Die Bahn fährt weiter drüber in derselben Geschwindigkeit. Es fahren weiter Taxis drüber, warum auch immer. Wir haben einen Fuß. Ja, warum? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das für falsch. Übrigens auch das Interesse der Taxis im Übrigen. Meine Damen und Herren, so kann man das nicht machen. Sie haben noch nicht mal den Fußgängern mehr Raum gegeben und Sie haben die Chance, dass neues Pflaster draufgekommen ist, noch nicht mal dafür genutzt, dass es zum Beispiel eine Rollbahn für die Fahrradfahrer gibt. Für die wird es gar nicht komfortabler. Die zuckeln genauso über die Brücke wie bisher, meine Damen und Herren. Das ist nicht das, was geplant war. Das ist nicht das, was wir wollten. Und das ist eine vertane Chance. Ich werde Sie noch nicht laufen lassen, liebe Kollegen von Grün und auch liebe Stadtverwaltung, weil es ist beschlossen worden, jetzt will ich meine Karlsbrücke aber auch haben. Jetzt will ich sie auch haben, denn es kann nicht sein, dass das Einzige, was am Ende bleibt, die Autos sind, die dort nicht mehr drüber fahren, sondern ich will, wir als FDP wollen, dass der Antrag umgesetzt wird. Und das wäre mit ein bisschen Kreativität auch ohne weiteres möglich.
Wir könnten die Brücke anders gestalten, natürlich. Wir sind damals nicht für die Autofreiheit gewesen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, was man mit diesem neuen Stadtraum Spannendes machen könnte. Nicht bloß Events, natürlich, wenn man die Brücke auch für Events ertüchtigen würde, könnte man das schaffen. Aber natürlich muss man nochmal an die Brücke rangehen und den Fußgängern Raum geben. Eine Straßenbahn darf eben nur mit 10 km/h drüberfahren und ich würde eher die Pferdefuhrwerke über die Brücke fahren lassen, anstatt die Taxis. Die haben übrigens nichts dagegen, wenn sie einen kleinen Umweg fahren müssen. Glauben Sie mir das. Meine Damen und Herren, hier ist alles, was wir uns gedacht haben, falsch gemacht worden. Das Einzige, was Ihnen gelungen ist, ist eine Trickserei bei den Fördermitteln. Das ist übrigens ein Präzedenzfall, der hier geschaffen wird in Sachsen. Bisher war es immer klar, dass es Fördermittel nur bei einer Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer gibt. Dass der Landtag oder beziehungsweise das zuständige Ministerium das anders gestaltet hat, wird viele andere in diesem Freistaat künftig auf den Plan rufen und wird denen ein Argument geben, auch Fördermittel zu fordern. Meine Damen und Herren, das Fazit ist für den Moment, es ist, glaube ich, die größte verkehrspolitische Blamage für die Grünen hier in dieser Stadt. Sie sind einfach, ja, können Sie lächeln, Sie sind einfach gefangen in Ihrem Kulturkampf gegen das Auto und gefangen in Ihrem Denken, was immer noch in den 90er Jahren festhängt. Sie sehen, lieber Kollege Löser, Sie sehen überall nur Räder, Sie sehen überall Auspuffe. Auch wenn aus diesen Auspuffen heutzutage kaum noch Qualm rauskommt, vernebelt das leider Ihnen den Blick für das Eigentliche. Und das Eigentliche war, wir nehmen die Autos weg, um einen neuen Stadtraum zu gestalten für die Bürger, für die Touristen, für unsere Kultur, um die Verbindung zwischen Alt- und Neustadt dringend, ist übrigens dringend nötig, besser zu machen. Wir wollten dort was Kreatives schaffen. Genau das tun Sie nicht. Das Einzige, um was es Ihnen geht, ist Autos weg und ansonsten können Sie keinen Millimeter weiter denken. Und das passt nicht zu dieser Stadt. Das ist der ursprünglich größten Fraktion nicht würdig, Herr erster Bürgermeister. Da stimmen Sie mir im Übrigen wahrscheinlich auch zu. Deswegen, meine Damen und Herren, werden wir nicht locker lassen und schon in wenigen Tagen kriegen Sie einen Antrag, der aus dieser Augustusbrücke von der Nutzung her eine Chaosbrücke machen wird. Da freue ich mich, dass Sie uns dann zustimmen werden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zastrow, als Einreicher des Antrags für die Aktuelle Stunde. Wir beginnen, wie angekündigt, mit Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser, Sie dürfen dann. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher und auch alle, die das hier live verfolgen. Herr Zastrow, wir lassen Sie hier auch nicht laufen, das ist ja wohl klar. Und das hat natürlich alles nichts zu tun mit der kurz bevorstehenden Bundestagswahl, was wir hier gerade erleben. Aber ich will noch mal zitieren heute, Sie haben sie ja selbst indirekt schon gebracht, DNN heute. Halt, sagt FDP-Chef Zastrow. Mir wurde eine Karlsbrücke für Dresden versprochen und die will ich jetzt auch haben. So sage ich mal, das ist ganz, ganz großes Kino und ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Mal abgesehen davon, dass die Grünen im Kommunalwahlprogramm 2013 allen Dresdnerinnen und Dresdnern eine autofreie Augustusbrücke versprochen haben und nicht nur Ihnen persönlich, ist es doch wichtig, nochmal in die Geschichte des Ganzen zu schauen. 2014, Sie haben es gesagt, hat der Stadtrat mit Stimmen von Grünen, Linke, SPD und Piraten die wesentliche Grundsatzentscheidung getroffen, dass diese Augustusbrücke in Zukunft, sagen wir mal, autoarm, eigentlich autofrei werden soll. Und Sie haben damals dagegen gestimmt. Das heißt, hätten Sie die Mehrheit gehabt, würden wir darüber heute gar nicht reden. Da würden die Autos danach einfach wieder über die Brücke fahren, so wie vorher. 2018 gab es dann nochmal den Versuch der sogenannten Bürgerfraktion, diesen Beschluss zu kippen. Da waren Sie dabei, da ging es um die Carola-Brücke, um Ausweichverkehr und so weiter und so fort. Sie haben also dafür gestimmt für den Bürgerfraktionsantrag und damit wieder gegen die autofreie Augustusbrücke. Und jetzt 4.8.2021, SZ, Herr Zastrow, die Augustusbrücke muss Autobrücke bleiben. Und wenn ich noch im Landtag sitzen würde, wäre das ein Fall für den Untersuchungsausschuss. Originalton, Herr Zastrow. Statt sich also zu freuen, dass die Finanzierung des Landes steht, wird genörgelt und gezetert und ein ganz großes Fass aufgemacht. Sie hätten ja auch Herrn Staatsminister Dullig danken können, dass er so klug die Fördermittel einsetzt, dass danach wirklich eine Verbesserung entsteht. Und im Übrigen kann ich auch verweisen auf Bürgermeister Kühn, der könnte dafür noch dann etwas sagen.
Zusammenfassend mal, Ihr politisches Verhalten bisher war dagegen, dafür, dagegen, dafür. Also maximal in Summe unglaubwürdig. Nun ist der Kollege Zastrow ja schlau. Und er hat gemerkt, dass die Leute eigentlich eine autofreie Augustusbrücke ganz gut finden. Und da er ja Marketingprofi ist, hat er sich gefragt, was mache ich da jetzt? Und das Zauberwort heißt, er ist ja Medienprofi, umlabeln. Das heißt, auf das Thema aufspringen und dabei denen, die das politisch und faktisch eigentlich umgesetzt haben, noch eins mitgeben. Also RGR und den grünen Bürgermeistern und der SPD ja gleich sowieso. Aber wir sind auch nicht blöd, Herr Zastrow, und ich sage Ihnen ganz klar, in aller Klarheit, Sie haben immer gegen die autofreie Augustusbrücke gekämpft und wir immer dafür. Das ist erstmal die unumstößliche Tatsache. Was Sie aber auch immer gesagt haben, und da gebe ich Ihnen recht, ist die Frage, wie nutzen wir die Brücke? Und da gebe ich Ihnen auch recht, dass dieses Konzept, was wir damals mitbeschlossen haben, bis heute nicht vorliegt. Und da sage ich aber auch mal, die Wirtschaftsförderung wäre da auch mal gefragt gewesen, ganz nebenbei. Und jetzt sage ich auch, ich hätte auch gerne über eine einheitliche Oberfläche gesprochen. Und dieser Nutzungskonflikt, den wir haben, während Straßenbahn, Taxi, Busse mit den Fußgehenden, das ist ein Problem. Den haben wir, glaube ich, tatsächlich. Da müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Aber ÖPNV draufzulassen, war damals die Grundsatzentscheidung. Nach Ihnen würden die Autos ja weiter drauf fahren. Und wir sind Ihnen damals, weil Sie sich hier fragen, warum Taxis, weit entgegengekommen. Wir haben gesagt, okay, Straßenbahn ist gesetzt. Taxis, Stadtrundfahrten nehmen wir mit rein, in der Hoffnung, dass die sogenannte konservative Seite dann irgendwie mit zustimmt. Das war vergeblich und jetzt kritisieren Sie uns dafür. Wir können ja sofort hier in Ihren Beschluss dann reinschreiben, Taxis nehmen wir raus. Da gucken wir mal, bin ich gespannt. Ja, okay, so jetzt kommt noch mein Vorschlag zur Frage des Tempos Straßenbahn. Habe ich schon öffentlich gemacht. Tempo 10, können wir gleich reinschreiben, ist dann auch mit dem Antrag drin. Stimmen wir, glaube ich, sofort zu. Und jetzt sagen Sie, da sind ja gar keine Steckdosen eingebaut. Haben Sie auf der Karlsbrücke mal irgendwelche Steckdosen gesehen? Ich sehe da keine. Da sind Leute, die machen so ein bisschen Musik, die machen so Zeichnungen, kann man sich zeichnen lassen, die brauchen eigentlich keine Steckdosen. Und ich möchte auch ganz ehrlich gesagt nicht ein maximales kommerzielles Nutzungs- und Vermarktungskonzept für die Augustusbrücke, sondern ich will, dass die Leute sich da wohlfühlen. Und ganz am Rande, lieber Kollege Zastrow, stellen Sie hier den OB, FDP. Und Sie hätten, wenn Ihnen das Thema so wichtig gewesen wäre, mal direkt mit Herrn Hilbert sprechen können, nachfragen können. Als OB wäre mir das nicht egal gewesen, wie die wichtigste Brücke in Dresden nach der Sanierung aussieht. Und zum Schluss verspreche ich Ihnen, diese autoarme Augustusbrücke, die wird ein Highlight. Nord und Süd, Fußgängerzone, unser altes Ziel, eine Fußgängermagistrale zwischen Albertplatz und Hauptbahnhof. Und wenn Sie der Begriff Karlsbrücke so sehr stört, am Ende ist es dann eben einfach die neue Augustusbrücke. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Löser. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Laczynski, bitte sehr. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Im Rahmen der zukünftigen Nutzung der Augustusbrücke kam es ja in den vergangenen Wochen zu einigen Diskussionen. Es stand im Raum, dass Fördermittel für die Sanierung der Brücke zurückgezahlt werden müssten, wenn diese, wie durch den Stadtrat beschlossen, künftig nicht mehr für den Kfz-Verkehr genutzt werden dürfte. Mittlerweile wurde ja in Aussicht gestellt, dass hierfür eine Lösung mit der Landesdirektion gefunden werden kann. Also die Augustusbrücke tatsächlich zur Karlsbrücke Dresdens werden könnte und die Sanierung trotzdem vollumfänglich finanziert wird. Wir als AfD-Fraktion begrüßen diesen Schritt, denn auch wir würden uns freuen, wenn die Augustusbrücke zukünftig Fußgängerbrücke werden könnte. Gerade für den Tourismus kann die Augustusbrücke zu einer wichtigen Fußwegeverbindung zwischen historischer Altstadt und den in absehbarer Zeit aufgewerteten Neustädter Markt werden. Die Augustusbrücke verbindet die Prager Straße mit der Hauptstraße und muss daher ihrer Funktion als Flaniermeile gestärkt werden. Die parallele Nutzung durch Autofahrer, Radfahrer und andere potenzielle Gefahrenquellen für Fußgänger würde sich hier allerdings als kontraproduktiv erweisen. Eine physische Abgrenzung zum Gleisbereich der Straßenbahn würden wir daher in jedem Fall als notwendig erachten und auch ein Fahrverbot für Fahrradfahrer. Die Bedeutung der Augustusbrücke im Dresdner Straßennetz war bereits vor der Sanierung eine untergeordnete, sodass die Nutzung als reine Fußgängerbrücke eine zu vernachlässigende Auswirkung auf die Verkehrsbelastung der anderen Elbbrücken haben würde. Gerade in Kombination mit dem hoffentlich bald wieder errichteten und auf der Brücke eingerückten Narrenhäusel auf der einen und dem historischen Blockhaus auf der anderen Seite wird sich für Touristen, die von der Altstädter Seite kommen, eine attraktive Eingangssituation in Richtung Neustädter Markt ergeben.
Diese müsste auf dem Neustädter Markt selbst dann natürlich noch verendet werden. Da haben wir hier im Stadtrat noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen und auch noch einige Widerstände zu überbrücken. In Kombination mit den beabsichtigten kulturellen Darbietungen auf der Brücke selbst könnten wir dann in Dresden ein weiteres mit der Karlsbrücke vergleichbares Highlight schaffen. Doch wenn wir schon den Vergleich zur Karlsbrücke ziehen, sollten wir auch über die Defizite sprechen. Denn selbst wenn wir die fußläufige Verbindung über die Elbe gewährleisten, stehen die Touristen dann vor der Großen Meißner Straße in ihrer heutigen Ausprägung. Ein Problem, welches sich bei der Karlsbrücke in Prag so nicht darstellt. Diese vierspurige Straße ist eine starke Barriere für Touristen, die einfach nur durch die Stadt gummeln wollen. Ähnlich wie auch die St. Petersburger Straße ist diese Verkehrsschneise ein Hindernis für die räumliche Aufwertung und Ausweitung und der Attraktivität unserer Innenstadt. Insofern gebe ich den Antragstellern dieser Aktuellen Stunde recht. Wunsch und Wirklichkeit driften an dieser Stelle stark auseinander. Die Lösung für dieses Problem könnte man auf verschiedenen Wegen angehen. Neben der in Rede befindlichen Tunnellösung am Neustädter Markt sollte man auch mal etwas weiträumiger denken. Wäre es nicht wünschenswert, auch alle Hauptverkehrsrouten vollständig aus der Innenstadt herauszuziehen, den Durchgangsverkehr also um die Innenstadt herumzuleiten statt mittendurch? Das sollten wir uns vielleicht mal in Zukunft näher betrachten. Dieser Ansatz ist in ähnlicher Form im aktuellen Verkehrsentwicklungsplan 2025 bereits beschrieben. Umgesetzt wurde davon allerdings noch nichts, obwohl dieser Plan ja nun schon mittlerweile fortgeschrieben werden soll. Aus unserer Sicht wäre es notwendig, die Führung der Hauptverkehrsrouten in Dresden mal grundsätzlich neu zu denken. Andernfalls werden wir es immer wieder erleben, dass wir bei der Gestaltung unserer Innenstadt immer wieder an Grenzen stoßen, egal ob an der Großen Meißner Straße oder an der St. Petersburger. Perspektivisch könnten wir es uns als AfD-Fraktion nicht nur vorstellen, die Augustusbrücke zur Karlsbrücke für Dresden zu machen, sondern vielleicht sogar irgendwann mal in 20, 25 oder 30 oder 40 Jahren die Carola-Brücke auf ihre ursprüngliche Gestalt im historischen Format zurückzuführen. Das setzt allerdings eine leistungsfähige alternative Routenführung für den Autoverkehr voraus, die zwar an der Konzeption vorliegt, aber erst noch geplant und gebaut werden müsste. Es setzt auch die Notwendigkeit voraus, dass einige Fraktionen in diesem Rat mal über ihren eigenen Schatten springen müssten und den Bau einer neuen Elbbrücke für den Kfz-Verkehr, beispielsweise an der Erfurter Straße, unterstützen müssten. Solange dies nicht geschieht, wird die Augustusbrücke als Karlsbrücke für Dresden immer nur ein frommer Wunsch bleiben, egal wie die Nutzung am Ende aussieht. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes die Fraktion Die Linke und Herr Wirz wird es übernehmen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, lieber Herr Zastrow, Sie tun das, was ein Politiker nie tun sollte, Sie beginnen zu langweilen. Wie oft wollen Sie uns diesen ausgekauten und wieder aufgegossenen Teebeutel eigentlich noch servieren, dass man sich fragt, was da gelblich, FDP-gelblich im Glas schimmert, ist das noch ein Getränk oder das Gegenteil davon? Dafür eine Aktuelle Stunde für eine Nachricht aus dem Sommerloch, die jetzt hier noch nachhallt, obwohl wir Wichtigeres zu tun haben, als uns über im Prinzip Gerüchte zu echauffieren. Die Finanzierung scheint nach wie vor geklärt. Die Finanzierung ist vom Stadtrat beschlossen. Wenn es da Schwierigkeiten gäbe, wäre es Aufgabe der Verwaltung, hier mit einer Vorlage aufzutauchen und das Problem zu klären. Entweder die Förderfähigkeit herzustellen oder eine alternative Finanzierungsmöglichkeit zu finden. Wir haben da jetzt zurzeit nichts zu tun. Das zeigt auch diese Aktuelle Stunde. Sie haben nichts Neues gesagt, die alten Argumente von vor 7 Jahren erneut aufgewärmt und sich außerdem, und das kreide ich Ihnen an, über eine Baustelle voller Pleiten, Pech und Pannen aufgeregt. Und das kann ich Ihnen überhaupt nicht durchgehen lassen. Sie kommen hier mit einem im Prinzip flüchtigen Antrag mit 3 Absätzen. Das reicht, das ist in einer Viertelstunde hingeschrieben und urteilen hier über die Arbeit in einem sehr komplexen Bauvorhaben ab an der Augustusbrücke, einer Brücke, die im Historismus gebaut worden ist, die Kriegsschäden erlitten hat, die Flutschäden erlitten hat, wo dann auch weitere Schäden festgestellt worden sind. Und da sagen Sie Pleiten, Pech und Pannen und andere Leute haben dort schlaflose Nächte, arbeiten hart. Die Bauleute vor Ort bei Wind und Wetter in Dreck und körperlich schwerer Arbeit und sagen Sie Pleiten, Pech und Pannen. Das kann ich mir schenken. Das missbillige ich und das finde ich unverschämt von Ihnen, dass Sie so über diese Baustelle aburteilen. Soweit wir wissen, ist dort nichts verschwendet worden. Die Mehrkosten sind begründet. Sie können gerne Akteneinsicht nehmen, können aufbereiten, was dort schiefgegangen sein soll. Werden Sie wahrscheinlich nichts finden oder Sie müssen es halt begründen, es wird Ihnen nicht gelingen. Tragen Sie auch nichts dafür vor.
Also insofern machen Sie hier nicht weiter die Arbeit von der Bauverwaltung, Straßentiefbauamt und vor allen Dingen auch von den beteiligten Baufirmen schlecht, ohne das begründen zu können. Wir lernen alle gerne dazu, aber so geht's nicht. Immerhin können wir noch was draus machen. Auch wir können im Prinzip unsere Textbausteine von vor 7 Jahren vorholen und sogar die aus den 1990er Jahren. Immerhin war es Katja Kipping, unsere Direktabgeordnete im Wahlkreis 159, die 1999 diesen Antrag gestellt hat, die Autos von der Augustusbrücke runterzunehmen. Damals hat sich das noch nicht durchgesetzt. Inzwischen ist es mehrfach eben in dem genannten Antrag zur Karlsbrücke, dann aber auch im Verkehrsentwicklungsplan 2025 beschlossen worden. Inzwischen ist es gar nicht mehr so ungewöhnlich. Und warum ist das so? Sie müssen mal Ihren Blick weiten. Sicherlich hat die Augustusbrücke mal eine ganz große Rolle gespielt. Sie haben Herrn Löser und den Grünen vorgeworfen, sich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zu befinden. Ich kann Ihnen dann sagen, Sie befinden sich dann scheinbar noch im vorletzten Jahrhundert, als sozusagen die Augustusbrücke vom Altmarkt über die Augustusbrücke eben, Neustädter Markt, Albertplatz, die Autobahn oder die Pferdebahn nach Berlin war und die direkte Verbindung nach Prag. Diese Zeiten sind längst vorbei. Sie haben die Straßenzüge nicht mehr, die die Augustusbrücke eigentlich in der Nord-Süd-Richtung in den Verkehr einbindet in Dresden. Welche Rolle spielt sie noch? Die Hauptstraße ist längst eine Fußgängerzone, schon seit fast 50 Jahren. Die Prager Straße ist eine Fußgängerzone. Durch das Georgentor dürfen Sie nicht mehr durchfahren. Also, was verbindet die Augustusbrücke noch? Und was bringt sie sogar diese Sperrung für den MIV, für den motorisierten Individualverkehr, was bringt sie für den Verkehr? Sie bringt nämlich eine Verflüssigung auf der Ost-West-Verbindung. Die Einbindung in die Köpke-Straße, Große-Meißner-Straße entspannt sich. Sie müssen dort nicht die, also Sie können die Ampelschaltung im Prinzip in Ost-West-Richtung können Sie verkürzen. Es entstehen weniger Wartezeiten, es entstehen weniger Konflikte an Knotenpunkten. Insofern hat ja auch der MIV was davon, gerade in dieser recht schwachen Ost-West-Verbindung, Terrassenufer und Meißner Straße. Insofern kann man auch nicht sagen, dass hier die Autos benachteiligt sind. Die Augustusbrücke war schon vorher relativ schwach frequentiert. Sie ist an der Sidonienstraße relativ umständlich eingebunden. Sie ist umständlich anzufahren. Insofern ist es hier ein Beweis der Vernunft. Und nochmal zum Konzept der Karlsbrücke. Das Spannendste, was derzeit mit dieser Brücke passieren kann, dass man sie erstmal so, wie sie ist, eröffnet und dann mal schaut, was passiert und sie mal in Ruhe lässt. Das Letzte, was diese Brücke braucht, sind profilierungssüchtige Politiker, die irgendwelche Konzepte dort machen und sie gleich verwerten, vermarkten und sonst was wollen. Ich glaube, die Silhouette von Dresden, sowohl am Balkon Europas, an der Brühlischen Terrasse, als auch auf dem Königsufer, bietet genug, um sozusagen auf jedes Entertainment erstmal auf dieser Brücke, jede Vermarktung dort verzichten zu können. Lassen Sie mal die Stadt wirken, sie ist schön genug und ersparen Sie uns in Zukunft aktuelle Stunden, die nicht aktuell sind, sondern der Aufguss, der dritte, der fünfte Aufguss schon längst ausgeschlagener Redeschlachten, die eigentlich vor 20 Jahren begonnen haben und vor 7 Jahren beendet worden sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Engel wird sprechen. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus Sicht der SPD-Fraktion ist die Augustusbrücke ohne privaten Autoverkehr ein echter Gewinn für Dresden. Bin froh, wenn dieses Bauwerk endlich wieder eröffnet wird, auch wenn ich mich tatsächlich an diese Straßenbahnumleitung mittlerweile sehr, sehr gewöhnt habe. Aber ich glaube, wir sollten auch an dieser Gelegenheit oder bei dieser Gelegenheit auch nochmal einen Schritt zurücktreten und mal gucken, wie war denn die Situation vorher eigentlich. Die Augustusbrücke war mit 5.000 bis 6.000 Fahrzeugen pro Tag nur noch belegt. Das ist enorm wenig, wenn man das mit anderen Brücken, wie zum Beispiel der Carola-Brücke, mit weit über 30.000 Fahrzeugen vergleicht. Allein der ÖPNV auf der Augustusbrücke hat jeden Tag mehr als 20.000 Leute über diese Brücke transportiert mit 3 verschiedenen Straßenbahnlinien. Auch eine Zahl, die man vielleicht sich mal merken sollte. Und wir hatten schon seit 2010 im Radverkehrskonzept Innenstadt die Festlegung, dass wir da tatsächlich auch, was die Radverkehrsführung anbelangt, nachbessern müssen. Das sind Sachen, die aus meiner Sicht nach wie vor dafür sprechen, dass diese Entscheidung so getroffen wurde, wie sie auch getroffen wurde. Aber es geht dabei ja eben nicht nur um
die Augustusbrücke selbst, sondern es geht eben auch um unser historisches Zentrum, um unsere historische Innenstadt. Es geht auch darum, von so Plätzen wie dem Schlossplatz, Theaterplatz, der Sophienstraße den Verkehr rauszubekommen. Die Bereiche, wo Touristinnen und Touristen unsere Stadt besuchen, wo sie gerne wahrnehmen, wo sie gerne flanieren, diese Bereiche attraktiver zu machen. Und ja, da gehört es natürlich dazu, dass ich schaue, wie kann ich vielleicht den Verkehr dort stärker rausbekommen. Und da leistet natürlich auch eine autofreie Augustusbrücke einen entsprechenden Beitrag. Und nicht zuletzt, die autofreie Augustusbrücke verschafft uns auch neue Möglichkeiten am Neustädter Markt. Herr Wirz hat das schon ein bisschen beschrieben. Wir können da tatsächlich den Verkehr anders organisieren, können auf Abbiegespuren verzichten oder sie zumindest massiv einkürzen. All das sind Aspekte, die man auch nicht vernachlässigen sollte. Und natürlich, ja, es gab eine Diskussion über die Auslegung der Richtlinie kommunaler Straßenbau in Sachsen. Da steht ja eigentlich nur lapidar Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Dass Herr Zastrow das vielleicht anders interpretiert, als es wir tun, das, ja, damit kann ich leben. Aber im Ergebnis bin ich sehr, sehr froh, dass sich Herr Kühn und Verkehrsminister Jülich da entsprechend auch auf einen gemeinsamen Weg verständigen konnten und dass die Finanzierung gesichert ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch aber eine Sache auch nochmal erwähnen, weil jetzt hier ja relativ schnell auch in Richtung des ÖPNVs argumentiert wurde, Tempo 10 und dergleichen. Oft in dieser Brücke oder in dieser Brückensanierung stecken auch 2,8 Millionen Euro ÖPNV-Fördermittel. Und auch da gibt es Kriterien, wie die verausgabt werden. Also ein bisschen Vorsicht an der Bahnsteigkante, was man dann jetzt praktisch danach wieder beschließt, nicht, dass man die Förderfähigkeit an einer anderen Stelle wieder in Frage stellt, möchte ich tatsächlich an dieser Stelle einfach gerne mal loswerden. Aus unserer Sicht lohnt tatsächlich auch nochmal der Blick über die Augustusbrücke hinaus. Ich glaube, wir haben in Dresden die sehr, sehr schöne Situation, dass wir eine Nord-Süd-Achse haben, beginnend am Wiener Platz, über die Prager Straße, Seestraße, Schlossstraße, Augustusbrücke, Hauptstraße bis zum Albertplatz. Und diese Nord-Süd-Achse, die müssen wir, glaube ich, auch stärken. Und die müssen wir auch nochmal in ihrem, sagen wir so, Erlebnisfaktor auch nochmal ein bisschen stärken. Und aus unserer Sicht gehört dazu, dass man neben dieser autofreien Augustusbrücke zum Beispiel auch mal über die Seestraße nachdenkt. Wie können wir zum Beispiel die Seestraße als Bindeglied zwischen dem Kölzring und dem Altmarkt, wie können wir da den Verkehr noch rausnehmen? Wie können wir da einen attraktiveren Straßenraum auch schaffen? Gab es Initiativen im Stadtbezirksbeirat Altstadt? Würde mich freuen, wenn wir da vielleicht auch inhaltlich vorankommen. Oder lassen Sie uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir diese Achse vielleicht in die äußere Neustadt verlängern können. Alaunstraße. In der Neustadt gibt es sehr viele Leute, die sich eine andere Aufteilung von Straßenräumen wünschen. Das wäre vielleicht auch eine Option, um tatsächlich auch die Vielfalt von Dresden, Gründerzeitviertel, Straßen, die zu DDR-Zeiten neu gestaltet wurden, historisches Zentrum und unsere Einkaufsmagistralen, dass man das alles zusammenbringt und tatsächlich da eine Achse schafft, wo man tatsächlich Dresden auch erlebbar macht. Das würde ich mir tatsächlich wünschen und das wäre aus unserer Sicht wirklich zukunftsgerichtet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Engel. Nächste Fraktion sind die Dissidenten. Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich habe jetzt meine vorbereitete Rede weggelegt, denn alles ist eigentlich schon gesagt. Und ich muss sagen, Herr Zastrow, Sie haben mich etwas überrascht. Ja, ich dachte, es käme die alte Leier von, da müssen jetzt noch Autos drauf und können wir nicht gleich Autos auch durch die Skorgentor fahren lassen oder so. Also das war ja jetzt nicht der Fall. Und ich nehme zur Kenntnis, dass bisher alle Redner quasi autofreie Augustusbrücke und generell die Wertschätzung von Lebensqualität, Aufenthaltsqualität, Stadtleben, neuer, moderner, urbanen Mobilität, dass alle das gut finden. Also, dass es sozusagen schon Mainstream ist. Und genau das ist eigentlich ein Tag der Freude, würde ich sagen. Denn was haben wir uns bekämpft vor 7 Jahren, um irgendwie noch einen Meter hier Spur? Für Herrn Zastrow war die Wegnahme des einen Rechtsabbiegers da. Wo geht das hin? In die Hauptstraße? Nee, die eine weitere Königstraße. Ja, da würden Aufstände in der Neustadt entstehen, die Welt würde untergehen, es würde Frösche regnen. So,
das alles nicht passiert. Und jetzt können wir natürlich zum Beispiel drüber nachdenken, da gibt es ja noch den Rechtsabbieger auf die Augustusbrücke, den tatsächlich wegzumachen. Das wären erstmal ein paar Quadratmeter mehr Stadtraum. Und dann müssen wir natürlich von der Augustusbrücke weiterdenken. Ja, weitere autoreduzierte, autofreie Quartiere machen, autofreie Neustadt, autofreie Innenstadt. Und natürlich, bisher hat es noch keiner angesprochen, die Magistrale geht von dem Hauptbahnhof bis zum Albertplatz und dann eigentlich auch noch weiter nach Norden. Das heißt also, der Straßenraum der Königsbrücker Straße gehört eigentlich auch zu den schützenswerten Stadträumen, zu den Stadtzentren. Und wenn die Geschichte, wenn der Stadtrat, wenn die Gesellschaft in die Richtung jetzt einheitlich geht voran, dann freue ich mich und somit beende ich meine Rede. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Als nächstes für die Freien Wähler, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, eine autofreie Augustusbrücke als Kausbrücke für Dresden, das klingt super toll und wir haben heute auch schon ganz viele tolle Sachen gehört und wir haben auch gehört, dass eine Kausbrücke für Dresden von der Realität doch ein ganzes Stück entfernt ist. Ich sage jetzt nicht, die eine ist 10 Meter und die andere ist 18 Meter breit, beziehungsweise 25 Meter, auf der einen fährt eine Straßenbahn und so weiter und so fort. Nein, wir müssen andere Fragen, glaube ich, in dieser Debatte stellen und nicht bloß irgendwelche Wünsche äußern, zum Beispiel, dass man Fußgänger ohne irgendwelche Querungen vom Hauptbahnhof bis vielleicht zur Stauffenbergallee durchlaufen dürfen oder dass die Pferdewagen wieder fahren. Denn ich glaube, bei dieser Augustusbrücke gibt es etwas ganz anderes, was man betrachten muss. Wir werden heute nicht alle fragen können, weil Akteneinsicht in die Unterlagen zur Augustusbrücke und die Kosten gibt es erst ab dem 4. Oktober, aber wir sollten uns mit dem beschäftigen, was wir als Stadtrat bzw. der vorhergehende Stadtrat beschlossen hat. Er hat zum Beispiel nach den Hochwassermaßnahmen 2014, nach dem Hochwasser beschlossen, dass die Brücke nach der Sanierung für motorisierten Individualverkehr zu sperren ist. Dann hat Dresden eine Förderung beantragt und hat diese Förderung in Höhe von 2,1 Millionen auch bekommen, nach der Richtlinie kommunaler Straßenbau, von der haben wir heute schon gehört. 2018 hat der Stadtrat, der Vorgänger dieses Stadtrates, beschlossen, dass während der Sanierungszeit der Carola-Brücke die Augustusbrücke vollumfänglich zu öffnen ist. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen, also zumindest Herr Engel hat es scheinbar noch nicht gemacht, Antragsunterlagen von Fördermittelverfahren schon mal intensiv gelesen hat, denn da ist nämlich auch wichtige Information. In den Antragsunterlagen können manchmal auch Papiere mit Bestandteil der Genehmigung sein, die in dem Antrag und dem Fördermittelbescheid selber explizit nicht vermerkt sind. So zum Beispiel Stellungnahmen der Fördermittelausreicher. Und genau das ist in diesem Fall der Fall gewesen. In der baufachlichen Stellungnahme des Landesamts für Straßenbau und Verkehr steht eindeutig, dass frühestens 5 Jahre nach Fertigstellung für den motorisierten Verkehr erst zu sperren ist. Diese Stellungnahme ist Bestandteil des Bescheides. Diesen Bescheid hat die Verwaltungsspitze akzeptiert, der Oberbürgermeister. Er ist gegen diesen Bescheid und damit gegen diese Frist zur Eröffnung nicht vorgegangen. Und dann kommen Fragen, warum ist er nicht dagegen vorgegangen? Das hätten wir gerne mal gewusst, denn der Bescheid ist alt und der hat niemanden darüber informiert. Wann wurden da Gespräche geführt, um diesen Bestandteil des Bescheids herauszunehmen? Mit wem wurden die geführt und mit welchen Ergebnissen? Es ist außergewöhnlich, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Fachreferat und eine fachlich zuständige Behörde wie das LASUF übergangen wird und dass eine politische Entscheidung gefällt wird. Und genauso eine politische Entscheidung ist es nämlich, die gefällt worden ist. Und diese Entscheidung bezieht sich explizit gegen den Beschluss des Stadtrates V2637-18. Da steht nämlich explizit drin, der Oberbürgermeister wird beauftragt, während der Sanierungszeit der Carola-Brücke die vollumfängliche Öffnung der sanierten Augustusbrücke einschließlich der bestehenden Zu- und Abfahrtswege für den motorisierten Individualverkehr sicherzustellen. Herr Bürgermeister Kühn hat diesen Sommer ganz stolz verkündet, wir werden jetzt umsetzen, was der Stadtrat beschlossen hat.
Macht er aber nicht, denn der beschließt das, was er umsetzt, was der Stadtrat vorher beschlossen hat. Also ein Beschluss, der später schon aufgehoben worden ist. Er hat auch gesagt, ÖPNV, Taxen und Einsatzfahrzeuge werden weiterhin zugelassen. Ich bin gespannt, was mit der Staatsregierung passiert. Wir wissen alle, der Landtag auf der einen Seite, die Ministerien auf der anderen Seite, die Augustusbrücke wird gern als Abkürzung genutzt. Ist das dann immer ein notwendiger Einsatz? Sind das dann Einsatzfahrzeuge, wenn Fahrzeuge der Staatsregierung von der einen Elbseite auf die andere müssen oder stellen sie sich dann auf der Carola-Brücke in den Stau? Und was ist mit dem Beschluss von 2018? Wird er vielleicht doch noch umgesetzt? Wenn wir die Carola-Brücke sanieren, und ich denke mal, das wird gemäß aktueller Vorlagen bis 2024 dauern, so wie wir die Arbeit hier in Dresden leider kennen, wird es vielleicht bis 2026 dauern. Wenn wir bis 2026 die Carola-Brücke sanieren und in dieser Zeit die Augustusbrücke öffnen, dann sind wir in der Lage, einen Stadtratsbeschluss umzusetzen. Dann müssen wir es aber eben auch machen, da dürfen wir die Augustusbrücke nicht für den Individualverkehr sperren. So, das wäre ein Zeitraum, in dem man auch für die Neustädter Seite eine attraktive Lösung finden könnte, um anschließend die Augustusbrücke wieder oder etwas zurückzunehmen, was den motorisierten Individualverkehr betrifft. Aber für mich bleiben folgende Fragen. Macht unsere Stadtspitze Politik für Dresdner Bürger, für jeden, so individuell er sein mag und so individuell er sich fortbewegt, oder macht sie vielleicht Fachpolitik oder, und das scheint jetzt eher der Eindruck zu sein, macht sie Klientelpolitik, richtet sich nicht nach dem, was Fachreferate, egal ob in Ministerien oder woanders sagen, sondern richtet sie sich nach dem, was Klientels wollen und setzt sich unsere Stadtspitze über die Beschlüsse des Stadtrates hinweg. Das müssen wir uns alle fragen, meine Damen und Herren, denn wir beschließen verschiedene Dinge und wir wollen, dass es umgesetzt wird. Und aktuell wird es nicht umgesetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Nitsche. Für die CDU-Fraktion, Herr Böhm, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, so ein bisschen falle ich jetzt doch ab vom Glauben, wenn ich sehe, was der Kollege Zastrow hier sagt, wenn ich an die Schlachten denke, die geschlagen wurden um die Entmotorisierung der Augustusbrücke, da bin ich jetzt doch einigermaßen erstaunt. Es ist ganz viel gesagt worden, ich habe auch schon viele Zettel beiseite gelegt worden, wir müssen ja nicht alles wiederholen. Ich würde aber zum Schluss, denke ich mal, den zuständigen Bürgermeister noch mal bitten, was zu der Fördermittelsituation zu sagen, weil das ist ein Thema, was bei ihm liegt. Wir haben damals aus unterschiedlichen Gründen dem Antrag ablehnend gegenübergestanden. Die Gründe dafür sind teilweise heute noch aktuell. Die Karlsbrücke in Prag, das wurde schon mehrfach gesagt, das ist eine reine Fußgängerbrücke. Und die Brücke ist für jeglichen Verkehr gesperrt. Soweit als möglich werden aber in Dresden, egal ob jetzt dort die Straßen, die Busse, die da noch fahren dürfen und die Taxis runtergenommen werden, allein aufgrund der Straßenbahn, weil die wird dort in jedem Fall weiterfahren und es ist völlig egal, ob sie mit 10 fährt oder 20 km/h, wird es notwendig sein, dass alle kulturellen Nutzungen auf dem Fußweg erfolgen müssen und nicht auf der Fahrbahn. Denn Fahrbahn und Gleisbereich sind freizuhalten. Das sieht auch die Verwaltung so. Und hat bis heute keinen Plan für eine stärkere touristische und kulturelle Nutzung, so die Beschlusskontrolle von 2020. Was ist also vom Anspruch der Grünen geblieben, Kollege Löser? Die Wahrheit ist, und das haben wir Ihnen schon damals gesagt, die Augustusbrücke war und wird von ihrer Anlage mit den hochgesetzten Fußwegen, zwei Fahrbahnen und Straßenbahngleisen kein Boulevard für Fußgänger und kein Ort für großartige kulturelle Nutzung sein. Und lieber Kollege Zastrow, ich vermag mich noch erinnern, die Diskussion mit Straßenmusik und Wind im Elbtal ist jetzt auch irgendwie ein bisschen verschwunden bei Ihnen. Das ist also auch ein Thema, was ein Stück weit in die kulturelle Nutzung ein Stück zurücknimmt. Unabhängig davon haben die gleichzeitigen Baumaßnahmen der letzten Jahre an Augustusbrücke und Carola-Brücke die mittlerweile sehr geringe Verkehrsbedeutung der Augustusbrücke für den Straßenverkehr gezeigt. Das von vielen gefürchtete Verkehrschaos, und wir haben jetzt schon doch eine ganze Weile Sanierung an der Carola-Brücke, ist ausgeblieben. Insoweit ist es aus heutiger Sicht auch vertretbar, die Brücke hauptsächlich Fußgängern, Radfahrern und den wenigen ÖPNV zu überlassen.
Vielleicht hilft es ja, den Neustädter Bereich attraktiver für Touristen zu machen. Wie sich Verkehr und Nutzung der Brücke perspektivisch gestalten werden, hängt sehr mit der angedachten Bebauung im Bereich Königsufer und Neustädter Markt zusammen. Wir favorisieren hier eine Tunnellösung, um oberirdisch die Stadtteile besser zusammenwachsen zu lassen. Hier liegt vielleicht auch die Chance für die Brücke und die gewollte Nutzung, wenn dann nur noch Straßenbahnen, Fußgänger, Radfahrer und weniger Anlieger in diesem Bereich unterwegs sind. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Und es gibt bei anderen Parteien auch andere Vorstellungen für die zukünftige Verkehrsnutzung auf der Großen Meißner Straße. Die beauftragten Verkehrsuntersuchungen sind noch offen und die Diskussionen für die zukünftige Abwicklung des Straßenverkehrs in diesem Bereich liegen noch vor uns und die werden sicherlich schwierig. Das Thema Denkmalschutz, was uns ja in den letzten Wochen da auch ereilt hat, wird uns sicherlich auch da noch beschäftigen. Und noch ein letzter Punkt. Die Augustusbrücke hat schon jetzt eine sehr starke Bedeutung für den Radverkehr. Doch nicht nur die jetzige, aus unserer Sicht höchst gefährliche Verkehrsführung, der ich da jeden Tag lang fahre, glaube noch nicht, dass die Maßnahmen, die der Bürgermeister Kühnder sich vorstellt, ausreichen. Da wird man noch drüber reden müssen, ist höchst unbefriedigend. Aber leider, und das ist das große Problem, ist auch die zukünftige Anbindung des Radverkehrs an den Elberadweg auf der Neustädter Seite alles andere als komfortabel. Wer eine bessere touristische Nutzung möchte, muss auch hier dringend nachbessern. Wir erwarten dazu zeitnah Vorschläge vom Kollegen Kühn. Aber zunächst erwarten wir, wie gesagt, dass der Zustand am Blockhaus, der unzumutbar ist, beendet wird und für alle dort für die restliche Zeit der Bauarbeiten eine getrennte Wegeführung erfolgt und mehr Platz an der Fußgängerampel geschaffen wird. Zum Schluss möchte ich mich nochmal klar sagen, die Augustusbrücke wird niemals eine Nutzung wie die Karlsbrücke haben, solange dort Straßenbahnen fahren. Das sind grüne Wunschträume, dass das passiert. Wer Karlsbrücke will, muss nach Prag fahren. Danke. Vielen Dank, Herr Böhm. Zum Abschluss der Aktuellen Stunde darf ich Kollegen Kühn bitten, für die Verwaltung Position zu nehmen. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, auch ich könnte alte Reden rausholen, aber jetzt sitze ich ja auf einem anderen Stuhl. Vielleicht mal zu einzelnen Punkten, die vorgetragen wurden. Ich fange mit dem Wichtigsten an. Der überwiegende Teil der Finanzierung der Brücke sind Fördermittel aus der Hochwasserschadensbeseitigung und der weit kleinere Teil waren die Zuwendungen für die Förderung, also im Rahmen der Förderung für den kommunalen Straßen- und Brückenbau. Sie wissen, dass die Brücke plan festgestellt wurde, die Sanierung, und zwar ohne Kfz-Verkehr, so wie Sie das beschlossen haben. Und jetzt gab es die Situation, schon beschrieben worden, dass nach der KSTB Förderung die Lesart die ist, dass eben zumindest für 5 Jahre hier diese Brücke für den Kfz-Verkehr geöffnet werden müsste, was eben wie gesagt dem Planfeststellungsbeschluss und dem Stadtratsbeschluss zuwiderläuft. Daraufhin gab es entsprechende Gespräche. Im Erkenntnis wurde festgestellt, dass es eben zu einer Verkehrsverbesserung für alle Verkehrsteilnehmer kommt, zum Beispiel für den Radverkehr, der ja künftig nicht mehr auf der G-Bahn fährt, aufgrund des Oberflächenbelags der Brücke, sondern eben auf der Fahrbahn, wo keine Asphaltfahrbahn ist, das geht ja aus Denkmalschutzgründen nicht, sondern geschnittenes Pflaster, so wie es auf der Sophienstraße zum Beispiel jetzt schon sehen kann. Und eine deutliche Verbesserung ist sozusagen zu dem Pflasterbelag, der vorher in dem Bereich war. Und auch für Radfahrer und für die Fußgänger verbessert sich, weil sie sich den begrenzten Raum ja dann nicht mehr mit den Radfahrern teilen müssen, sondern diesen Bereich dann komplett für sich haben. Deshalb haben wir einen Änderungsbescheid bekommen mit Datum vom 2. September, wo uns hier nochmal bestätigt wird, dass wir diese Fördermittel erhalten. Also die Fördermittel sind also an der Stelle gesichert. Warum fahren Taxis künftig drüber? Weil Taxis Teil des ÖPNVs sind. Das ist gesetzlich klar so geregelt. Und die Stadtrundfahrten, wenn sie eine Linienkonzession haben nach dem Personenbeförderungsgesetz, können da auch drüber fahren. Es ist, auch wenn das jetzt seit 4 Jahren ja nicht ersichtlich ist, aber es ist die Brücke in Dresden, wo die meisten Straßenbahnlinien drauf fahren. Das ist also schon eine für den ÖPNV ganz entscheidende Brücke, das will ich bei der Gelegenheit auch nochmal erwähnen. Die Bauarbeiten
haben sich in der Tat zeitlich nach hinten verzögert. Das hat verschiedene Gründe. Das hat Gründe, dass man bei einem Denkmal richtig Handarbeit anlegen muss. Wer über die Brücke fährt, sieht ja, dass der Pflasterbelag händisch aufgetragen wird. Dass es große Denkmalschutzauflagen gibt, die eben wirklich es nicht möglich machen, groß viel maschinell zu arbeiten, sondern wirklich viel Handwerkskunst, also an der Brückensanierung gefordert ist. Während des Baus wurde zum Beispiel auch mehrere Brückenbauelemente festgestellt, die nirgends dokumentiert wurden. Das liegt einfach daran, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich so schnell wie möglich die Brücke wieder nutzbar machen wollte und jetzt nicht jedes Bauteil dokumentiert hat. Insofern sind da auch Überraschungen aufgetreten, mit denen man dann in weiteren Bauschritten umgehen musste. Und natürlich kam die Pandemie dazwischen. Das muss man auch nochmal sagen. Wir haben an verschiedenen Stellen unterbrochene Lieferketten, Materialschwierigkeiten gehabt und tatsächlich jetzt auch die Situation, wie auch auf anderen Baustellen, dass die Baufirmen auch ausgelastet sind und die eine Baufirma, die zum Beispiel das Gleisdreieck von der Dresdner Verkehrsbetriebe am Neustädter Markt saniert, ist die gleiche, die auf der Brücke tätig ist und auch deren Arbeitstag ist jeweils auch nur sozusagen 8 Stunden. Die Engpässe, die es jetzt gibt in dem Bereich für Fußgehende und Fußgehende und Radfahrer, das ist tatsächlich ein Problem, aber Herr Kollege Sittel hat ja schon auf die Maßnahmen darauf hingewiesen, wo wir jetzt hier tätig sind. Ich habe es heute mir nochmal angeguckt, da ist noch einiges nachzuarbeiten, Herr Böhm, da gebe ich Ihnen recht. Der Auftrag ist auch heute Nachmittag nochmal von mir erteilt worden. Ein paar Sachen haben sich verbessert, aber ein paar Sachen sind auch für den Radverkehr nicht so klar ausgeschildert, dass das für jeden deutlich erkennbar ist. Die Verkehrsuntersuchung Größner-Meißner-Straße, Köpke-Straße, so wie Sie beschlossen haben im Zusammenhang mit der Diskussion über den Neustädter Markt, die ist mittlerweile beauftragt. Auch die wird natürlich Erkenntnisse bringen, wie es in diesem Bereich weitergeht. Wichtiger, vielleicht 2 Punkte noch. Der Geschäftsbereich 4 ist natürlich für das Thema touristisches und kulturelles Nutzungskonzept verantwortlich. Da ist es so, dass bestimmte Baumaßnahmen, die ja im ganzen Bereich drumherum stattgefunden haben, eben auch gerade Sophienstraße, bisher noch nicht die Voraussetzung da waren, jetzt wirklich dieses Konzept im Einzelnen vorzulegen. Ich gehe davon aus, dass wir das noch tun werden. Ich sehe natürlich auch die Diskussion im Zusammenhang mit dem Thema Sondernutzung. Wir haben ja bis Ende des Jahres das Thema Sondernutzung für bestimmte Bereiche kostenfrei gestellt, das haben Sie ja beschlossen. Auch da wird es natürlich die Diskussion geben, wenn die Brücke zum Jahresende, oder die Diskussion müssen Sie führen, wenn die Brücke bis zum Jahresende fertig wird, was macht man dann 2022 mit dem Thema Sondernutzung? Die Brücke steht für Kulturnutzung offen. Sie wird ja vom Stadtfest genutzt in Vergangenheit, Dampferfest und so weiter und so fort. An vielen Stellen ist das möglich. Insofern sind die Voraussetzungen gegeben, dort hier diese Brücke auch in Anführungszeichen zu bespielen. Und insofern müssen Sie sicherlich nochmal entscheiden, wie künftig das Thema Sondernutzung, wie Sie das regeln wollen über das Jahr 2021 hinaus. Aber die Rahmenbedingungen für eine Bespielung sind gegeben und die Nutzungsidentität in den letzten Jahren vor der Sanierung hat ja auch immer spürbar zugenommen. Vielen Dank, Herr Kühn. Wir haben damit die erste Aktuelle Stunde beendet.